müssen Sie doch selber einsehen, Wanninger, dass so nicht weitergehen kann. Jetzt brauchen Sie nur noch sagen, dass ich für die Kripo zu malat bin. Ach, da brauchen wir jetzt gar nicht lang rumreden. Ihre Bandscheibe werden Sie ja doch nicht mehr los. Das möchte ich auch gar nicht, wo ich mich so dran gewöhnt hab. Na, sehen's. Und weil Sie mit diesem Kreuz eben doch nicht mehr ganz einsatzfähig sind. Wollen Sie mich jetzt pensionieren lassen? Versteh schon. Ja, wer redet denn davon? ZBV stellen will ich Sie, das ist alles. Ja. ZBV. Inspektor zur besonderen Verwendung. Ein richtiger Spitaltitel mit Altersheimfunktion. Jetzt sind Sie doch nicht gar so bockig. Sie sehen die Sache ja ganz falsch. So. Ja, und wie wäre sie nachher richtig? Sie sollen vor allem Fälle übernehmen, bei denen die Ermittlungen nicht so anstrengend sind. Ja, dann kann er mir ja gleich ins Bett legen. Und außerdem möchte ich, dass Sie sich ab und zu mal, aber das bleibt jetzt ganz unter uns, gell? Dass Sie sich ab und zu auch einmal um eine Sache kümmern, bei der es nicht so recht weitergeht. Verstehen Sie? Ungern, Herr Mitterer, ungern. Das Einmischen in andere Fälle, das liegt mir nämlich überhaupt nicht. Ja, ich weiß schon. Aber vielleicht überwinden Sie sich einmal. Weiß denn der Steiner davon? Ich hab Ihnen doch gerade gesagt, ganz unter uns. Danke. Ja, Herr Renn. Herr Direktor, Sie wollten einen Bericht über den Stand der Ermittlungen, oder störe ich? Nein, nein, Sie stören überhaupt nicht, Steiner. Wir sind uns bereits vollkommen einig, der Wanninger und ich. Also sind Sie einverstanden mit dem ZBV? Ah, also das weiß er schon. Ja, und wenn ich mir erlauben darf, Herr Direktor, benutze ich gleich die Gelegenheit, Herrn Wanninger, für eine gewisse Entlastung. Was haben Sie denn für mich, Herr Steiner? Da ist doch diese Serie von Kirchendiebstählen im Landkreis Langenhausen. Was? Die heiligen Figuren wollen Sie mir aufhängen? Ja, ich dachte, die strengen Sie am wenigsten an. Jetzt übernehmen Sie schon den Fall, Wanninger. Sie wissen doch, dass wir da überhaupt noch keine Spur haben. Na, von mir aus. Wenn es sowas besser nicht mehr langt als so Holzfiguren. Gut. Schicken Sie mir den Fröschel gleich in die Wohnung mit den Unterlagen. Für mich heißt nämlich ZBV zum besseren Verschnaufen. Mei, was haben jetzt mir nicht alles angestellt mit Ihrem Kreuz? Nicht so geholfen. Nur nicht auslassen, Frau Burgmüller. Nur nicht auslassen. Sie sollten einmal einen Bickgang zur Wallfahrtskapelle in Entach machen. Da steht ein heiliger Wolfgang. Der hilft denn der gegen so neumodische Bandscheiben? Der hilft gegen Bauchwehgicht und Kreuzschmerzen. Da werden Ihre Bandscheiben nachher auch drunter sein. Ja. Haben Sie noch mehr solche Nothelfer auf Lager? Freilich. Da gibt's für jede Krankheit ein. Gegen Fußleiden heiligen Peregrin, gegen Armleiden heiligen Fridolin, gegen Kopfleiden die heilige Anastasia und für Halsweh St. Blasius. Ja, und der heilige Kosmas und der heilige Damian, die helfen ja für alle möglichen Krankheiten. Interessant. Da kann es also sein, dass ein Bittgang zum heiligen Wolfgang hilft, aber einer zum heiligen St. Blasius nicht. Auf jeden Fall sollten Sie mal zum heiligen Vitus gehen. Was? Der hat schon viele Grippe geholfen. Bleibt hat's. Oh. So, Herr Fröschel, gehen Sie rein. Er ist schon da. Dankeschön, Frau Burgmüller. Grüß Gott, Herr Wanninger. Grüß dich, Herr Fröschel. Gratuliere zum ZBV. Zu betrüblichen Verlust, meinst du? Naja, du wirst jetzt sicher dem Steiner zugeteilt. So wie ich sie kenne, werden sie schon nicht ganz auf mich vergessen. Das sind die Unterlagen von der Kirchendiebstähle. Ja. Schauen wir mal. Ein heiliger Kasimir in Niederwiesen, ein heiliger Melchior in Buchstein, ein heiliger Florian in Erlbach, ein heiliger Vinzenz in Pösting und so weiter und so weiter. Ja, und nirgends eine Spur oder ein Anhaltspunkt? Nix. Denn die Diebe werden sich auch viel zu leicht gemacht. Nicht eine einzige Figur war gesichert. Halt mal, das stimmt nicht ganz. Da, da ist ein Einbruch in die Privatkapelle des Barons von Reut. Ach ja, das war in Uttendorf. Und damit hat die ganze Geschichte angefangen. Einen heiligen Georg haben sie ihm gestohlen. Mhm. Da schau her, da gibt's sogar ein Foto. Ja, weil die Figur so wertvoll ist. Irgendwo soll es noch eine Kopie geben.
Von Erasmus Grasner um 1482. Ja. Komisch. Was ist da komisch? Die Jahreszahl. Na, aber dass der oder die Diebe bloß in dem einen Fall mit Gewalt eingebrochen sind, na, und dass sie sich auf Heilige spezialisieren. Der Oberinspektor Steiner vermutet eine raffinierte Bande, die für so Auftraggeber oder Sammler arbeitet. Denn außer der einen Figur, die in Innsbruck wieder auftaucht ist, sind doch alle spurlos verschwunden. Nein, da hilft nichts. Da muss man doch mal ganz von vorne anfangen. Weißt was, Fröschl? Ich fahr nach Huttendorf. Und ich? Du bleibst beim Steiner. Und bist für mich ZBV. Zur baldigen Verabredung. Hast mich? Ja, wenn das so ist, dann wünsche ich gute Erholung und holen Sie mich bald. Zum Wohl, Bartelbauer. Verdammt, na schön. Bring mir auch noch eine halbe, Paula. Mei, wisst ihr schon das Neueste? Wir haben seit heute einen Kurgast. Was? Jetzt mitten im Winter? Psst, das ist er. Grüß Gott. Grüß Gott. Setzen Sie einer noch hin, Herr Warninger. Ich bringe Ihnen gleich was zu essen. Ein Bier wäre mir lieber. Sie haben doch nichts dagegen. Ich bin heute einmal ein Gesellschaftsmensch. So, so. Warum kommen Sie gerade zu uns nach Huttendorf? Ja, mei, schauen Sie. Die Luft in München, gell, die ist saumäßig. Ja, und wenn man dazu noch ein bisschen überarbeitet ist. Am Ende haben Sie auch noch einen staubigen Beruf, hä? Ja, das könnte man wohl sagen. Ich habe viel mit Antiquitäten zu tun. Ja, lauter altes Zeug, aber das schon noch seinen Wert hat, wenn man genau hinschaut. Zum Wohl, Herr Warninger. Dankeschön. Prost. 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 Oh. Das spült mir runter, den Staub. Und die Holzwürmer gleich dazu. Da treiben Sie also einen Handel mit solchen Antiquitäten, hä? Ja, so könnte man sagen. Warum? Habt ihr vielleicht was zu verkaufen? Mir? Was denn zum Beispiel? Ja, alte Möbel, Truhen, Barockschränke, Renaissance-Kommoden oder sowas. Na, sowas haben wir nicht. Sowas gibt's bloß im Schloss vom Anderl. Wer ist denn das, der Anderl? Der Anderl? Ja, unser Baron halt. Ja, der Baron von Reut. Die sitzen schon 600 Jahre da oben, oder? Ja, noch viel länger. Noch länger? Ja, und da sagt's ja ganz einfach der Anderl. Ja, was denn sonst? Der war ja beleidigt, wenn wir Herr Baron zu ihm sagen taten. Wo der aber zum Bier herkommt? Und zum Schafkopfer. Ja, da schon her. Ja, der ist gar nicht stolz, dass er ein Baron ist. Dass er Geld hat wie ein Hai. Ah. Prost. Ja, Prost. Gut. Bisschen kalt heute zum Schneeschaffen, gell? Ja, ich schaff mich so warm. Was wollen Sie denn? Zum Herrn Baron möchte ich gern. Ich wollte ihn fragen wegen Antiquitäten. Ja, ich werde es ihm sagen. Na, warten Sie noch ein bisschen. Er hat nicht gern, wenn wir ihn so ins Haus holen. Ist schon recht. Ich schau mir dabei die Kapelle an. Sie wollten mich sprechen? Jawohl, grüß Gott, Herr Baron. Warninger ist mein Name. Aber sagen Sie mal, was ist denn da passiert? Das schöne alte Schloss ist ja ganz kaputt. Einbrochen haben Sie bei mir. Okay, hören Sie auf. Ja, haben Sie denn keinen Hund? Ja, wissen Sie, ich war gerade auf der Jagd und Hund natürlich auch. Ne? Ach so, und das haben die gewusst, gell, die Bande, die ausgeschandet. Und den heiligen Georg haben Sie gestohlen? Nein. Von Erasmus Grasner. Was? Ja. Von Erasmus Grasner? Wo wir sowieso so wenig Spätgotiker haben. Also, Sie verstehen was davon? Ja, sozusagen vom Berufswegen. Deswegen bin ich ja zu Ihnen gekommen. Wissen Sie, ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht was zu verkaufen hätten. Na, Stilmöbel, altes Zinn
Oder Figuren oder sowas ähnliches. Ja, wissen Sie, Herr Wallinger, ich verkaufe grundsätzlich nichts aus dem Familienbesitz. Ja, das verstehe ich schon. Haben Sie auch gar nicht nötig, gell? Ja, deswegen bin ich ja nicht da im Ort. Wissen Sie, ich habe also eine Bandscheibengeschichte. Und da Sie bleiben länger da? Ja, ja. Sozusagen ZBV zum besinnlichen Verweilen. Wissen Sie, ich möchte in Ruhe mein Maß Bier trinken und wenn es geht, so ab und zu mal einen gemütlichen Schafkopf spielen. Ja, wissen Sie was? Den spielen wir miteinander. Nein. Und wenn es Ihnen langweilig wird, dann kommen Sie mal mit mir auf die Jagd. Ja, das ist aber nett. Ja. Jagen tue ich nämlich für mein Leben gern. Fröschl. Ja, grüß Gott, Herr Wanninger. Nein, nein, ich habe ja gehofft, dass Sie anrufen. Momentel. Ja? Ist recht, das mache ich. Mhm. Ja, das auch. Sagen Sie mal, Herr Wanninger, können Sie mich nicht selber dort bald brauchen? Also hier stecken Sie mal wieder. Jawohl, ist recht. Richtig aus. Wiederschauen, Herr Inspektor. Einen schönen Gruß von Herrn Wanninger und unter ZBV versteht er jetzt zum Biertrinken verpflichtet. Das kann ich mir denken. Was wollte er denn? Ich soll ermitteln, ob die gestohlene Figur des Barons versichert war und wie seine Vermögensverhältnisse sind. Es hat doch keinen Sinn, auf der alten Sache herumzureiten. Wanninger sollte da ansetzen, wo die Spur noch heiß ist. Jetzt bin ich doch extra wegen dem heiligen Kilian nach Kleinach gekommen. Aber ich sag's Ihnen ja doch, die Figur ist uns in der letzten Woche gestohlen worden. Man soll's nicht glauben. Also rein vor gar nichts mehr haben diese Halunken Respekt. Ja, wie ist denn das passiert? Ja, am helllichten Tag, sage ich Ihnen, gell? Ich war beim Mittagessen. Na ja, die Kirchentür ist ja immer offen. Ja, und keine verdächtigen Gestalten? Kein Auto? Kein Fremder? Nix, nix, sage ich Ihnen ja. Wie vom Erdboden verschwunden war der heilige Kilian. Ja, da kann man nichts machen. Bin ich heute umsonst gekommen. Also nichts für ungut. Ja. Grüß Gott. Moin, Zinsel. Ja, moin. Ja, was machen denn Sie in Kleinach? Sind Sie nicht mehr beim Herrn Baron? Ja, doch schon. Aber der Anderl hat nichts dagegen, wenn ich im Winter die Kräuter verkauft, die ich im Sommer gesammelt habe. Ach so? Ja. Dann sind Sie auch noch Kräuterweiberl. Ja, ja. Die ziehen Sie halt. Brauchen Sie was? Ja, was haben Sie denn Gutes? Salbei, Thymian, Leinsamen, Baldrian, alles, was gesund ist halt. Ja, ja, ich könnte schon was brauchen für mein malades Kreuz. Ach, fürs Kreuz, ja. Wissen Sie was? Ich komme heute Nachmittag zu Ihnen. Dann reden wir drüber, was am besten hilft. Ja, ist schon recht. Und sagen Sie ruhig du zu mir. Das wären alle Leute. Ja. Für die Gott, seht Sie. Gleich ist er bei uns wieder heim gewesen, der Herr Wanninger. Das glaube ich, wenn ich Sie so anschaue. Aber der hätte mir reingefallen bei euch. Sitzen Sie doch ein bisschen her zu mir. Hm? Hat er einen großen Handel, der Herr Wanninger? Das kann man wohl sagen. Bloß er zeigt's nicht gern. Ja, was machst denn du da, Fröschl? Ja, ich wollte Ihnen nur übers Geschäft berichten. Also, wenn Sie mir mein Bier gebracht haben, können Sie ruhig wieder in die Küche gehen. Das hab ich gesagt, er zeigt's nicht gern. Was ist denn los, Fröschl? Du bist doch nicht ZBV, oder? Stellen Sie sich vor, die haben schon wieder eine Figur gestohlen. Diesmal den heiligen Aloysius. Wann? Heute, ganz in der Früh. Und wo? In der Benefizkapelle, das ist zwischen Kleinach und Gludering. Anhaltspunkte? So viel wie gar keine. Aber vielleicht bringen Sie was raus. Wissen Sie was? Am besten ist, Sie gehen gleich mit zum Tatort. Ich denke ja gar nicht dran. Ich habe heute schon meinen Spaziergang hinter mir. Zum Wohl, Herr Wanninger. Dankeschön. Und du trinkst jetzt dein Bier aus und dann schaust auch, dass du verschwindest. Verstanden? Warte aber auf dem Präsidium auf mich. Es könnte sein, dass ich dich noch brauche. Passt mir. Prost. Prost. Müssen Sie weg? Ja, ich will nach München. Ah, das ist aber schade. Ich wollte nämlich gerade ein bisschen mit Ihnen ratschen. Das tut mir leid, aber über Verabredung. Ja. Wissen Sie was, geht's doch morgen früh mit auf die Jagd. Ja, ich danke schön, das mache ich gern. Ja, also, bis dann. Ja, auf Wiedersehen, Herr Baron. Ja? Grüß dich, Gott, Zinsel. Grüß Gott. Also, da bin ich jetzt. Ah ja, welchen Kreuz? Ja, da sitzt's. Und manchmal, wenn ich mich buck, dann fahrt's mir da runter, also wie mit dem Messer.
Ja, Sie, vielleicht ist das ein Hexenschuss. Meines. Sieht aber ein Teegurt aus Bitterklee und Schlüsselblumen. Warten Sie mal, ich tue es gleich. Ah, da ist schon. So, und eine Gichtrose, Heidekraut und Hauhechel hat auch schon manchen geholfen. Ich nehme alles gern, wenn es da was nützt. Mei, was habe ich schon alles probiert? Nicht einmal ein Bittgang zum heiligen Wolfgang hat was geholfen. Na, da sollten Sie es vielleicht einmal mit dem heiligen Firmin probieren. Ja, ich habe auch schon an den heiligen Peregrin gedacht. Der ist ja mehr für die Füße. Oder der heilige Friedelin, ja, der ist aber doch für die Arme. Ja, es hat gar keinen Wert, wenn es nicht der Richtige ist. Sieht doch keine mehr aus. Ja, wenn ein heiliger Georg noch da wäre. Vielleicht könnte der mir helfen. Ach, hören Sie mal auf mit dem heiligen Georg. Seit der nicht mehr da ist, kommt da ein Unglück übers andere. Der alte Spruch hat halt du recht. Wie heißt denn der Spruch? Verlässt St. Georg das Haus, ist mit denen von Reut aus. Und jetzt will der Einerl sogar ins Ausland verreisen. Wer weiß, was ihm da alles zustoßen kann, wo er mich da dann auch nicht mehr hat. Tja, aber vielleicht kannst du ein bisschen für mich sorgen, Zinsel. Also deinen Tee. Den nehme ich auf alle Fälle. Ja, ich mische Ihnen was zusammen und ein paar Moosbeeren kriegen Sie auch. Ich danke dir schön, Zinsel. Weißt, aber ich glaube, ich würde es doch ganz gerne mal mit dem heiligen Firmin probieren. Ja, das könnte nicht schaden. Könntest mir du vielleicht einen besorgen? Ja, wo denkst du denn hin? Na ja, schau. Die Kirchen sind doch so kalt, gell? Und ich mit meinem Kreuz. Ja, ja, aber wo soll ich denn den heiligen Firmin hernehmen? Ja, geh weiter. Du kommst doch viel rum in der Gegend, nicht? Beim Kreiter verkaufen. Na, da hört man doch allerhand. Ja, aber die Leute haben doch keine Heiligen zum Verkaufen. Ja, wer kann's wissen? Ich möchte auch bloß, dass du ein bisschen rumhorchst, nicht? Und wenn du vielleicht doch irgendwo einen heiligen Firmin auftreibst und wenn der meinem Kreuz geholfen hat, dann kriegst du ihn ja wieder zurück. Ja. Aber zuerst probieren wir es mit dem Tee. Und wenn dann das nicht hilft, dann. Ja, freilich. Machen wir nur eine gesunde Mischung. Vielleicht brauchen wir dann gar keinen Heiligen mehr. Ja, Mitterer? Ach, Sie sind's, Wanninger. Da schau her, dass Sie sich auch noch an uns erinnern. Was? Ja, ZBV natürlich, aber das heißt ja schließlich nicht zum privaten Vergnügen, Wanninger, was? Ja, Moment, der ist da. Sie will er sprechen, Fröschel. Danke. Ja, Herr Inspektor? Also, so geht das nicht, ja? Herr Direktor. Mhm. Nicht nur, dass der Wanninger den Fall zu einem privaten Landaufenthalt benutzt. Der ihm hoffentlich gut tut, Steiner. Ruft er außerdem dauernd hier an und verfügt dir nichts über Fröschel. Oh mein Gott, den mag er halt am liebsten. Wie soll ich denn exakte Ermittlungen durchführen, wenn mir ständig meine Beamten... Einer, Steiner, einer. Ja, wo ist er? Wiederhören. Entschuldigung, Herr Direktor, ich habe zwei dringende Aufträge vom Inspektor Wanninger. Ich muss sofort weg, mir pressiert's narrisch. Da sehen Sie es wieder, Steiner. Gegen den Wanninger kommt halt keiner auf. Das ist doch... Aber die paar hundert Meter, die hätte ich leicht zu Fuß machen können, Herr Baron. Ja, aber gedacht, mit dem Kreuz geht's besser so. Ja, so ein Auto ist schon was Kommodes, wenn alles funktioniert. Ich glaube, Sie müssten einmal Ihren Kilometerzähler nachschauen lassen. Wieso? Ja, der zeigt ja fast 300 Kilometer mehr an als gestern. Und dabei sind Sie doch bloß nach München gefahren. Na ja, da muss was kaputt sein. Ach, jetzt habe ich doch die Thermosflaschen mit dem heißen Kaffee vergessen. Was? Sechs, das macht mir gar nichts aus. Ich habe nämlich heute schon einen spezial gemischten Gesundheitstee getrunken. Ja, Sie? Aber ich brauche doch auf den Anstand einen heißen Kaffee. So was Deppers. Es hilft nichts, wir müssen zurück. Da schauen Sie, da kommt die Zinsel. Ach so, ein dummes Luder. Geht doch genauso gut zurückfahren können. Ja, Anderl, wo hast du denn heute bloß deinen Kopf? Du kannst doch nicht ohne Kaffee in den Wald. Ja, ist schon recht. Deswegen ist du nicht hinterher rennen brauchen. Ja, und das Strickwesten habe ich dann auch mitgebracht. Kannst du ja einen Tod holen bei der Kälte. Schau, dass du heimkommst. Ich werde doch selber auf mich aufpassen können. Die hat sie wohl schon als Kind großgezogen, die Zinsel, weil sie gar so fürsorglich ist. Ja. So, die kann man am Buckel runterrutschen. Also, ich glaube, die täte alles für sie. Ja. Ist ja ein herzensgutes Weiberl. Wie ich gestern bei ihr war, wegen meinem Kreuz, da hat sie mir sogar versprochen, sie besorgt mir einen Heiligen, der dafür gut ist. Einen Heiligen? Ja, einen heiligen Firmin oder so ähnlich.
weil sie gemeint hat, wenn sonst gar nichts mehr nützt. Wo wollen die einen Heiligen herbringen? Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht ist in ihrem alten Kopf nicht mehr so ganz richtig. Meinen Sie nicht? Ja, das wäre schon möglich. Aber wenn wir jetzt nicht auf den Anstand kommen, wird es nichts mehr aus der Jagd. Also gehen wir. Geschossen haben wir zwar nichts, aber so eine Jagd macht einen Bärenhunger. Mahlzeit, Herr Warninger. Dankeschön. Ja, was ist denn das? Ich hab doch ein Teller Fleisch mit Meerrettich bestellt und nicht mit Gurken. Der Meerrettich ist uns leider ausgegangen. Ja, was heißt denn da ausgegangen? Ihr braucht doch nur zur Zetzel rüberschicken, wenn ihr keine mehr habt. Ja, ich bin selber zu ihnen übergelaufen, aber die war nicht da. So. Ja, dann esse ich heute das Teller Fleisch mit Gurken. Aber bloß, weil die Waldluft so einen Hunger macht. Wenn jetzt der Randall da wäre, könnte man einen Schafkopf spielen. Ja, warum kommt er denn nicht, der Herr Baron? Vielleicht ist er wieder zum Spielen gefahren, nach Wiesee oder nach Garmisch. Ah. Spielt er auch noch was anderes aus dem Schafkopf? Ja, der kann es sich ja leisten. Jawohl, die Mandel geht in letzter Zeit das Geld nicht aus. So, was ist, habt ihr jetzt euren Meerrettich gekriegt von der Zenzel? Nein, die ist immer noch nicht da. Mein Weib hat auch noch hier gefragt. Wir brauchen wieder einen Knoblauch. Ja, aber heute ist doch der Tag, wo die Zenzel immer im Dorf verkauft. Ja, vielleicht hat sie drauf vergessen. Oder sie muss was besorgen für den Herrn Baron. Das muss schon sein, ne? Herr Warninger, Sie werden am Telefon verlangt. Ist schon recht. Dankeschön. Hallo? Warninger hier, ja? Ach, du bist es. Ja, geh weiter, ich hab doch auf deinen Anruf gewartet. Ist schon gut. Hast du alles so gemacht, wie ich gesagt hab? Gut. Also warte auf mich, ich bin gleich da. Ende. Guten Abend, Herr Baron. Ist die Zenzel nicht da? Es wäre wieder mal wegen meinem Kreuz. Da müssen Sie schon ein bisschen warten, Herr Warninger. Die Zenzel ist zum Kreiterhandeln über Land. Was? Jetzt in der Nacht? Ja, manchmal da geht's halt weiter weg oder. Sie erwischt den Omnibus nicht mehr, dann bleibt's halt irgendwo über Nacht. Ach so, ja. Haben Sie eine längere Reise vorher, Baron? Wieso? Nein, ich mein bloß wegen dem Haufen Gepäck. Da, schau her. Da kommt's ja, die Zenzel. Nicht schimpfen, Anderl, bitte nicht schimpfen. Ich kann doch nichts dafür. Aber geh. Okay. Wer wird dir denn schimpfen, Zenzel? Noch dazu, wo der Herr Baron im Abfahren ist. Geh lieber in die Kapelle und bete Vater Unser für ihn. Ich glaube, er kann's brauchen. Georg ist wieder da. Gott sei Dank. Geh, jetzt brauche ich keine anderen Heiligen aus den Kirchen mehr holen. Oh, du Sau, ums Weibsbild. Ja, ja, Herr Baron. Ich habe mir schon gedacht, dass es sich so abgespielt hat. Den Einbruch in Ihre Kapelle, den haben Sie selber inszeniert, weil Sie das Geld brauchten von der Versicherung. 30.000 Mark. Ja, und dazu noch den Verkaufspreis für den Heiligen Georg. Und nachdem Ihnen die Zenzel einen neuen Heiligen aus der Kirche besorgt hat, damit kein Unglück kommt übers Haus. Hat ja keiner nichts genutzt. Da sind sie auf den Geschmack gekommen, gell? Und haben auch den verkauft, drüben in Innsbruck. Den und alle anderen, die ihnen die Zenzel so nach und nach besorgt hat. War es nicht so? Aber wenn sie sowieso schon alles wissen, wer sind sie denn eigentlich? Nur ein ganz einfacher Kriminalinspektor. Und auch der nur ZBV. Und das da, das ist der Herr Fröschl, mein Assistent. Ja, und mit dem Herrn müssen sie jetzt mitgehen. Und die Zenzel leider vorläufig auch. Bitte schön, Herr Baron. Geh, Zenzel, du bist mir nicht böse, wenn ich dir dein Anderl jetzt für einige Zeit wegnehme. Wenn er nur nicht ins Ausland verreist. Bestimmt nicht. Das garantiere ich dir. Ja, Herr Warninger, es war gar nicht so einfach, dass ich aus dem Museum die Kopie von dem Heiligen Georg gekriegt habe.
Ja, und dazu noch den Herrn Baron überwachen. Gut hast du es gemacht, Fröschl. Jetzt bist du für mich ZBV. Was? Zur Beförderung vorgeschlagen, hast du mich. Und jetzt verzupft dich.